finde ich absurd, die Vorstellung grün zu wählen. Ja? Ich meine, keiner von euch hat die IQ unter 80. Ja, da fängt das grün wählen ja an, nach unten hin, ja. Sicherheit, mehr Zerfall der sozialen Sicherungssysteme, mehr Auflösung unserer deutschen Identität. Ihr bekommt Gender-Quatsch und Gendersprache. Ihr bekommt die Definition, dass das Geschlecht nicht biologisch fundiert ist, sondern ein soziales Konstrukt ist. Ihr bekommt mehr Kriegspropaganda. Ihr bekommt höhere Energiepreise. Ihr bekommt mehr Windräder. Ihr bekommt mehr Deindustrialisierung. Völlig egal, was ihr wählt. Die Altparteien sind ununterscheidbar geworden. Die einzige Partei, die dagegen hält, die in jedem Politikfeld eine deutlich andere Meinung formuliert, das ist die AfD. Die einzige Kraft, die sagt, die Interessen des deutschen Volkes, die Interessen des Freistaats Thüringen müssen selbstverständlich wie in jedem anderen Land auch oben angehangen werden, das ist die AfD! Man hat damals in der Corona-Zeit diese Pandemie politisch aufgesetzt, um zu testen, wie weit können wir gehen. Man hat euch in die Angst reingetrieben, denn Angst ist das wirksamste Herrschaftsinstrument, das die Psychologie, die Sozialpsychologie kennt. Ihr habt standgehalten, Freunde, und wir müssen auf der Hut sein. Ich glaube, dass diese Corona-Pandemie nur ein Testlauf war für eine neue Art von Obrigkeitsstaat. Vielleicht ist es ja auch eine digitale, bunte, woke Diktatur, in die wir hineingehen oder in die wir hineingetrieben werden sollen mit immer neuer Angsterzeugung. Aber wir sind hellwach. Und an der Stelle möchte ich euch daran erinnern, dass Ende Juni diesen Jahres 154 Migranten aus Schwarzafrika mit dem Flieger nach Erfurt eingeflogen wurden, aus dem Kongo, aus Tansania, aus Somalia. Und diese 154 Schwarzafrikaner, die kriegen sofort einen Status, einen Duldungsstatus. Und wenn es gut für sie läuft, nach dem reformierten Staatsangehörigkeitsrecht, das verschenkt man ja auch, letztes Jahr sind 200.000 neue Deutsche dazu gekommen, die den Pass bekommen haben. Jedes Jahr werden es mehr neue Deutsche, obwohl wir eine demografische Katastrophensituation seit 50 Jahren haben. Ein Schelm, der darüber nachdenkt bzw. Schlimmes dabei denkt. 154, die nach 3 Jahren vielleicht schon Deutsche sind, sind eingeflogen worden, Ende Juni. Und die rechtliche Grundlage ist was? Der ein oder andere hat das schon mal gehört. Der UN-Migrationspakt, 2018 aufgesetzt worden. Und das bedeutet nichts anderes, dass die UN und die EU analysiert haben, na, da gibt es demografische Lücken in Thüringen, in Sachsen, im Osten, aber überall in Europa eigentlich, weil die Weißen ja immer weniger werden. Ja, wo Lücken sind, da kann man vielleicht auch auffüllen. Und man füllt auf, indem man einfach aus den Ländern die Menschen holt, die einen hohen Geburtenüberschuss haben. Und der größte Geburtenüberschuss, der findet sich in Afrika. Man fragt nicht, passen diese Menschen zu uns, passen die zu unserer Kultur? Rein mathematisch, da fehlt uns doch etwas hinzu. Ob diese Gesellschaft, die da entsteht, überhaupt belastbar ist, ob diese Gesellschaft überhaupt trägt und ein Wertefundament ausbildet, das interessiert diejenigen, die das bestimmt haben, gar nicht. Die AfD ist vielleicht die einzig wirklich patriotische Kraft. Und alles das, was in Richtung Selbstverleugnung geht, alles das, was in Richtung dessen geht, was Thilo Sarrazin 2010 in seinem fulminanten historischen Buch beschrieben hat, Deutschland schafft sich ab, alles das ist nicht AfD. Wir wollen das Gegenteil. Wir wollen nicht, dass Deutschland abgeschafft wird. Wir wollen, dass Thüringen und Deutschland eine großartige, selbstbestimmte, souveräne, freie, wohlanständige Zukunft haben. Das ist unser Ziel. Dieses Land steht auf der Kippe. Wir verlieren gerade unsere deutsche Heimat. Aus vielen Gründen. Wir verlieren unseren Wohlstand, wir verlieren unsere Freiheit, wir verlieren vielleicht sogar den Frieden. Und eine Ursache dafür ist, dass wir uns treiben lassen. Dass wir Deutschen nicht mal bei uns selbst sind. Dass wir uns immer noch als Paria der Weltgeschichte verorten lassen und dadurch moralisch und materiell erpressbar sind und dadurch zum Beuteland gemacht worden sind. Freunde, das muss aufhören. Ich möchte, dass wir ein normales Volk werden. Ich möchte nicht einen übertriebenen Nationalismus. Ich möchte einen ehrlichen, bescheidenen,
Patriotismus, denn ohne einen ehrlichen, bescheidenen Patriotismus gibt es für eine freie Bürgergesellschaft keine Zukunft. Sagen wir endlich wieder Ja zu uns. Freunde, auch dieses Zeichen geht von Thüringen aus. Heuchelei, Multikulturalisierung, Hauptproblem bzw. die Migration ist die Mutter aller Krisen. Hier im Osten geht nicht nur die Sonne auf, sondern auch die politische Sonne für Thüringen, für den Osten und für ganz Deutschland. Freunde, ihr habt bei den Wahlen im Osten, ihr habt bei der Wahl in Thüringen viele Möglichkeiten, den Krieg zu wählen. Es ist egal, ob ihr grün wählt oder rot wählt oder schwarz wählt. Das sind alles Kriegsparteien. Ihr habt nur eine einzige Möglichkeit, wirklich aus dem Osten heraus, aus Thüringen heraus, ein Zeichen für den Frieden zu setzen, das über Berlin hinaus gehört werden wird. Und das ist eine Wahl und eine Stimme für die AfD. Und ich sage das im Brustton der Überzeugung, Freunde, im Brustton der Überzeugung. Aber bei mir klingeln die Alarmglocken, wenn ich die Wehrdienstdiskussion jetzt verfolge, Freunde. Ich habe selbst zwei Söhne, die sind 14 und 16 Jahre alt. Die wollen auch wehrhaft sein. Das ist auch gut, wenn Männer wehrhaft sein wollen. Aber eins sage ich den Herrschaften, die im Augenblick unser Land regieren auch. Wir haben euch durchschaut. Ich habe euch durchschaut. Es geht nicht um die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands. Es geht darum, dass ihr unsere wenigen Söhne, die wir überhaupt noch haben, in fremden Kriegen, auf fremdem Boden, für fremde Interessen zerfetzen, verbrennen und zerschießen lässt. Und bei dem Punkt sage ich, unsere Söhne kriegt ihr nicht. Nein, nein, nein. In Deutschland ist es so, dass biologische Männer, weil sie jetzt durch das neue Selbstbestimmungsgesetz, das vor wenigen Monaten durch den Bundestag gegangen ist, jedes Jahr ihr Geschlecht neu eintragen lassen können, Mitgliedschaften in Frauenfitnessstudios beantragen. Und da sage ich mal ganz deutlich, liebe Freunde, beziehungsweise liebe Frauen und liebe emanzipierte Frauen, merkt ihr eigentlich, dass 200 Jahre Kampf für die Frauengleichberechtigung hinten herum kassiert wird? Die einzige Kraft, die dagegen steht und die eine Stimme für starke, emanzipierte Frauen ist, das ist die AfD. Rechnet mit allem, rechnet mit Kampagnen in den nächsten Wochen. Wir stehen in Thüringen laut Umfragen bei 30%. Und wenn ich durch die Lande fahre, wenn ich vor den Menschen stehe, wenn ich mit den Menschen spreche, dann fühlt sich das allerdings nicht nach 30% an, dann fühlt sich das nach 35%, 36% oder 37% an. Und das muss am Ende herauskommen. Deswegen, die sind im Panikmodus. Und die werden sich sicherlich das ein oder andere noch einfallen lassen. Bitte bleibt gerade, steht aufrecht, setzen wir diesen Impuls, der muss vom Osten ausgehen. Kämpfen wir um unsere Heimat, machen wir den Freistaat Thüringen zum Freistaat, machen wir ihn zum Musterland. Es lebe unsere Heimat Thüringen, es lebe unser geliebtes deutsches Vaterland, es lebe das wahre Europa, ich danke euch! Höcke, 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 Höcke! BVB.
Was gefällt Ihnen so? Was fasziniert Sie so? Der Mann sagt auf den Punkt, was hier gemacht werden muss in Deutschland. Der bringt es auf den Punkt. Und er sagt auf den Punkt auch genau, was genau, das haben Sie ja vorhin bestimmt schon in den Reden gehört. Das muss ich jetzt nicht wiederholen. Aber er sagt das, was er denkt. Punkt. Dortmund verliert doch das nächste Mal. Ja. Was müsst ihr tragen? Was? Was müsst ihr eigentlich tragen? Ihrer Meinung nach? Absteiger Bayern. Die steigen nicht. Steht dann oben drüber, Absteiger Bayern. Die haben nur Stars da drin, die steigen nie ab. Stars. Was hältst du von der BSW fern? Ich bin grundsätzlich immer an Gespräch interessiert. Das Problem ist, dass wir in Thüringen Personal haben, das seit Jahrzehnten bei der alten Linken war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Personal tatsächlich für einen inhaltlichen Neuanfang zu gebrauchen ist, mein persönliches Gefühl. Gibt es Verknüpfungspunkte trotzdem vielleicht? Ja, ich denke schon. Das Landtagswahlprogramm ist ja relativ übersichtlich vom BSW, ja, also, und hat auch wenig mit Landespolitik zu tun. Aber ich denke, gerade die großen Themen sind natürlich, da gibt es Schnittmengen, aber die großen Themen spielen natürlich für die Landtagswahl nicht so die große Rolle. Also Friedenspolitik beispielsweise. Ne? Ja. Warum haben Sie eigentlich so wenig mit der Kirche zu tun? Sie wohnen im Pfarrhaus? Ich habe gar nicht wenig mit der Kirche zu tun, mit der Amtskirche. Weil die dem bunten Zeitgeist hinterherläuft. Die Pfaffen sollen endlich wieder die frohe Botschaft von der Kanzel predigen und keine Politik machen. Aber Sie reden zum Beispiel nicht vom Lebensschutz. Doch, ich bin ein bekennender Lebensschützer. Ich habe selbst vier Kinder. Ich nenne diese Wahl, weil ich mir einfach gar nicht vorstellen kann, wie es die nächsten 5 Jahre mit einer Rot-Rot-Grün oder mit einer CDU oder Rot-Grün oder Schwarz- oder Bund-Regierung enden wird. Was in 5 Jahren hier übrig bleiben wird, kann ich mir beim besten nicht vorstellen. Will nicht vorstellen. Deswegen kann nur die AfD hier das Ruder noch rumreißen, dass wir unser Land vom Kopf auf die Füße stellen. Erzähl mal, was ist Ihr Spitzenkandidaten? Unser Spitzenkandidat ist der Beste, den man sich vorstellen kann.